Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Die dritte und letzte Folge, die ich nachkommentieren muss. Naja, gut. So, wo waren wir? Da, eine Kammer haben wir noch. So. Hier haben wir alles abgelootet. Der Hund ist auch wieder da. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Der war in der letzten Folge etwas abwesend. So. Das sieht schon etwas bedrohlich aus. Mann, Frosch im Hals. So. Rufen wir schon mal den. Oder? Ne. Sie ruft ihn noch nicht. Sie. Was macht sie? Sendschreiben des Gildenmeisters. Wir müssen versuchen, ihn um jeden Preis einzusperren. Sie ist der Schlüssel für alles. Ihr Tod hat ihn in den Wahnsinn getrieben und zu dem gemacht, was er ist. Vielleicht können wir mit ihren sterblichen Überresten ihren Geist beschwören, um ihn zu besänftigen. Tja, klingt wie ein Plan. Eichenhaut. Ich weiß nicht, wer von uns, von euch nutzt solche Zaubersprüche? Man als Magier bestimmt, ne? Der sitzt da schon wieder so ganz chillig und man kann ihn nicht looten. Das ist schon wieder komisch. Da ist auch noch ein Gildenmagier. Auch noch ein Gildenmagier. Und da sind verschlossene Türen. Er hängt da ab. Da ist auch noch einer drin. Da ist einer drin. Da auch. Ja. Emi, hilft nichts. Du musst, ob du willst oder nicht, du musst. So, und da haben wir Selonius Tagebuch Band 1. Also, wir haben rückwärts die Geschichte erfahren. 14.letzte Saat, 4. Ära 130. Unsere Gilde hat den Auftrag erhalten, einen abtrünnigen Hauptmann der Klingen festzusetzen. Viele Geschichten, in einigen davon wird behauptet, er sei halb Schlange, halb Mensch, wurden schon über seine grausamen und boshaften Taten erzählt. Neben der Ausrüstung seiner ehemaligen Truppen verwendet er angeblich auch eine von dunkler Magie erfüllte Akaviri-Waffe. Eine Kombination, die ihn zu einem recht beeindruckenden Gegner macht. Glücklicherweise besitzt die Gilde reichlich Erfahrung im Umgang mit derartigen Angelegenheiten und wird letzten Endes den Sieg davon tragen. Ja, da ist er noch optimistisch, ne? 6. Herdfeuer, 4. Ära 130. Wir trafen auf unseren Feind, allerdings lief nicht alles wie geplant und er entkam uns. Er war mächtiger als gedacht und unsere Fehleinschätzung kostete viele Kameraden das Leben. Allerdings bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass seine gefürchtete Klinge die Quelle seiner Macht darstellt. Mit eigenen Augen habe ich gesehen, wie ihre dunkle Magie Angreifern sowohl Lebenskraft als auch Mana entzieht. Wir müssen eine Möglichkeit ersinnen, unseren Feind von dieser Quelle abzuschneiden. Zwölfter Sonnenuntergang, 4. Ära 130. Wir haben einen Weg gefunden, unseren Feind von seiner Klinge zu trennen. Nun müssen wir ihm eine Falle stellen und ihn zu uns locken. Es wird gewiss funktionieren, doch um ganz sicher zu sein, muss ich mir überlegen, welchen Köder wir für ihn verwenden. Ich glaube, es wäre klug, diesen ehemaligen Hauptmann etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. 13. Sonnenuntergang, 4. Ära 130. Nachdem ich die Informationen über den Hauptmann gelesen habe, empfinde ich fast schon Mitleid für ihn. Wie es scheint, wurde Wahnsinn und Boshaftigkeit durch den Verlust seiner Frau hervorgerufen. Die Aufzeichnungen verraten, dass die Dunkelheit der Seele ihn nach diesem tragischen Vorfall überkam. Doch Mitleid rettet keine Leben. Er muss unter allen Umständen aufgehalten werden. Daher habe ich beschlossen, die Sterblichen...
Überreste seiner Liebsten an mich zu nehmen und hoffe, dass sie ihn herauslocken werden. Ja. Ende. So, Emi, dann trau dich. Ja. Hast nicht wirklich Bock, ne? Aha. So, da wacht er auf. Aber wir sind recht einfach umzubolzen. Er steht da hinten. Dann rufen wir unseren Kameraden. Und dann Zwergenbogen der Seelen. Seine Schergen. Gute ist, die haben Seelen. Das freut mich immer. Aber da kommt schon hier Kollege Nummer 1. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte, es geht da hinten nur um den einen. Aber man muss nach und nach die drei Teilstücke von ihm. Der Wut. Aber er ist da hinten mit Blitz am Feuern. Egal. Hund und unsterblicher Geist beschäftigen ihn. Ach, ja, vorbeigeschossen. So, den haben wir. Und dann kommt direkt der nächste. Der Aspekt der Angst. Und mein unsterblicher Geist ist weg. Mein Mana ist noch nicht vollständig wieder da, aber ich brauche einen Block. Gut, dass der Hund wieder am Start ist. Ich habe keine Ahnung, wo der die ganze Zeit gewesen ist. Da war's. Den haben wir auch gleich. Den lasse ich noch heilen. 12-mal daneben. Und meine Energie sinkt. Bedrohlich sehe ich gerade. Ja. Emi hat es auch bemerkt. Bisschen Gesundheit erhöhen. Und Heilung rein. Der ist weg. So, jetzt fehlt nur noch der Wächter. Glaube ich zumindest, dass nur noch der Wächter fehlt. Er weiß Gott sei Dank noch nicht wirklich, wo ich bin. Und beschäftigt sich auch erstmal mit Babas. Aber weich gekonnt mein Fallen aus. Sackgesicht. Der Unsterbliche ist weg, aber ich hab ihn gleich. Denke ich mir. Und dann ist die Quest beendet. Aber da wird er zu Emily Bouchard. Das ist dann wohl der männliche Name von uns. Und haut mich mit Blitze voll. Erstmal hier wieder meinen Unsterblichen. Aber Emily kann anscheinend auch Tote wiederbeleben. Aber er geht jetzt auf den Unsterblichen los. Was von Vorteil ist. Haben wir erstmal das Skelett weg. Was es natürlich keine Seele mehr gibt. Die hatten wir schon geklaut. Und jetzt geht es nur noch um ihn. Und der Hund, der hat irgendwie keinen Bock mehr, der will raus. So wie ich das gerade gesehen habe. Er geht ab für den Mark. So, jetzt er da. Den Arsch am Brennen. Ich schieße wieder daneben. Treffer. Und da haben wir ihn. Zack. Judas. Brief von zu Hause. Meine teuerste Emily.
Ich weiß, dass keine Macht der Welt sie davon abhalten wird, euch mir wegzunehmen und in den Kampf auf fremden Schlachtfeldern zu schicken. Ich verstehe, dass dies eure Pflicht ist und ich als eure Frau derartige Dinge respektieren sollte. Nichtsdestotrotz plagt mich die Furcht, dass ihr nie wieder zurückkehren werdet. Tja, so ist das. Daher habe ich euch diesen mit einem Schutzzauber versehenen Anhänger meiner Familie beigelegt. Ich hoffe, dass ihr ihn tragen und stets an mich denken werdet. Wenn ich euch nicht von eurer Pflicht abhalten kann, so kann ich vielleicht für ein wenig Schutz sorgen, auf dass ihr wohlbehalten zu mir zurückkehren werdet. In Liebe, eure treue Frau, die keinen Namen besitzt. Schade eigentlich, ne? So, und dann gibt es hier eine schöne Klingenrüstung. Klingenstiefel und ein Klingenschwert. Leider nicht den Drachenfluch, den müssen wir uns viel, viel später holen. Ne? So. Gibt es hier noch was, was ich looten kann? Anscheinend nicht. Nur ein paar Pfeile, die verfehlt hatten. Aber die Skelette glaube ich nicht, ne? Verfluchter Schmuggler, gibt nichts. Jo. Hier oben gibt's auch nichts. Hatte ich erst gedacht, dass dann im Anschluss eventuell der Geist der Frau noch mal da auftaucht, aber nö, nix zu looten. Ist aber auch lootgierig, die Emine. Hat gerade Klingenrüstung mit Klingenschwert bekommen. Na, jetzt mal gucken, was kann das Klingenschwert eigentlich? Zwergenbogen? Weiß ich nicht. Was habe ich denn da geguckt? So. Da werden die beiden Geister wieder zusammengeführt. Happy End. Und wir können uns den Morgenzahn unter den Arm, unter den Nagel reißen. Der verändert ja immer, ne? Also Morgen- und Abendzahn, je nach Tageszeit, heißt das Schwert. Und ja, tagsüber wird Leben entzogen und... Nach dem Töten von 12 Kreaturen wird dann Leben entzogen. Oder, ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, gleich gucke ich nochmal genauer nach. Level 29 sind wir schon. Ja, schick. Gut, dann haben wir... den Rattenweg soweit erstmal erledigt. Schattenfußheiligtum haben wir gekauft. Die Ratte haben wir befreit. Und ja, die schicken wir dann auch jetzt gleich erstmal. Wo schicken wir sie denn hin? Komm, Schattenfußheiligtum passt am besten, oder? Die wohnt doch da. Komm, Emi. Nicht Galgenhalle. Haus Seeblicker, ich komm, gar keinen Fall. Schattenfußheiligtum, komm. Schick sie dahin. Hat sie nicht weit. Und dann ist so ein Rattenloch. Passt. Ne? Also, Schattenfußheiligtum haben wir. Wir haben die Ratte befreit. Die bleibt dann auch gleich hier im Schattenfußheiligtum. Mal ganz ehrlich. Die lohnt gar nicht, die Ratte. Also, vielleicht auch da im Hardcore-Modus oder wie heißt er, Überlebensmodus. Wenn man Essen braucht, ne, dann kann man die Ratte mal schicken, dass er Essen sucht. Aber so jetzt, hier für unsere Zwecke, steht sie uns nur im Weg. Und Gegner blocken macht sie auch nicht. So. Was haben wir? 7.51 Uhr, perfekt.
Dann wollen wir mal gucken. Schickes Wetter, kein Regen. Schmuckstücke wie nur die Passt. legendären argonischen So, dann erstmal Handwerker sie hier herstellen können. Nach, wie Wollt heißt der? wohl sehen, wie Balimund, ne? Balimund wahre Wunder mit dem Stahl Oh, ich glaube, vollbringen ich habe kann. noch Schleifdinger. So. Ja, kannst du schleifen, kannst du ticken. Und gut ist. Ich muss aufhören, die Eisendolche mitzunehmen. Da ist er, Morgenzahn. Aber er macht nur einen Schaden von 39. Dafür verursacht tagsüber, was steht da? Versucht tagsüber 7 Punkte Feuerschaden und nachts 7 Punkte Frostschaden. Absorbiert nach dem Besiegen von 12 Kreaturen 5 Punkte Gesundheit oder Magicka. Also eigentlich lohnt er dann doch, ja, wenn man 12 Kreaturen umgeballert hat. Ne? Wobei ich nicht mehr weiß, ob das dann permanent so bleibt. Ne? Ich will jetzt mal hoffen. Ja, und das Vulkanglasschwert sieht zwar geil aus, aber macht nur 35. Was führt euch heute zu Balimund? Der Geruch, die besten Waffen und Rüstung. Ich habe mal irgendwann habe ich verzaubert. Davon darfst du bestimmt auch noch was haben. Und deine Ressourcen, die brauche ich auch. Stahlbarren, her damit. Gibt nicht mehr? Na gut. So. Weg, weg, weg. Ne, das ist halt immer. Ich nehme den ganzen Scheiß mit, weil ich ihn dann schleifen kann, was meine Schmiedekunst verbessert. Danach verzauber ich ihn, was meine Verzauberung eben skillt. Und wenn ich es dann teuer an Balimund verticken kann, dann kaufe ich bei ihm natürlich auch wieder Barren ein. Ne? Und deswegen jetzt werden erstmal nur die Sachen vertickt, die verzaubert sind. Ne? Was mir gerade einfällt, das Schattenfuß-Heiligtum hat überhaupt keinen Waffenständer oder Rüstungsständer. Ne? Was es dann wieder für meine Zwecke eher unbrauchbar macht. Ne? Denn ich liebe das ja. Ne? Das hat mir ja so ein bisschen bei Kingdom Come Deliverance hat mir das gefehlt. So, jetzt haben wir auch wieder Kohle. Dann können wir ja. Willst du sie auch noch haben? Na. Will sie nicht haben. Es müssen echte Feuersalze sein. Die Spiel erkennt den Unterschied. No, dann geht das Spielchen ja von vorne los. Zack, zack, zack. Alles schön. Da, das Klingenschwert. Das macht auch 41 Schaden. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Kann man mal bei Gelegenheit mal verzaubern. Da, 24 Iron-Dagger. Das ist nicht so prickelnd. So, Schmiedekunst verbessert, 64. Das ist immer so dieser kritische Moment. Die erstmal so auf Level 60 zu kriegen, damit man den Arkaden Schmied frei hat. Ne? Danach kannst du alles schön durchschmieden. Ja, komm. Weg. Ja, und wenn man dann den Perk-Punkt setzt bei Redekunst, dass man an jeden Händler alles verticken kann, dann kann es richtig losgehen. Ne? Dann kannst du immer schön Waffen verzaubern und dann die teuren Seelensteine kaufen. Ne? Und momentan kaufe ich ja nur die leeren.
weil ich die dann selber mit meinem Bogen füllen möchte. Aber wenn dann mal irgendwann das Business in Schwung kommt, dann holen wir uns natürlich auch die, die schon gefüllt sind. Ne? Die sind zwar erheblich teurer, aber das spielt dann irgendwann keine Rolle mehr. Hauptsache, wir können wollt wohl sehen, wie immer schön durchverzaubern und schmieden. Dann auf legendär stellen und gut ist. So, jetzt hat Brynjolf uns ja aufgetragen, wir sollen Schulden eintreiben. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifton und kümmert sich nicht genug um sich. Also, was darf es denn heute sein? Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Was? Oh, ihr seid einer von denen. Also gibt sich Brynjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Wie lautet die Botschaft? Einfach. Ihr zahlt oder es können Dinge kaputt gehen. Dumpfe Drohungen und geballte Fäuste können mich nicht umstimmen. Ihr Kerle habt bloß eine große Klappe. Das weiß doch jeder. Ich soll euch zahlen, um mich zu schützen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Wir können auf uns aufpassen, glaubt mir. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifton jagt. Ihr solltet besser den Mund halten. Das wird euch noch leid tun. Dafür sorge ich. Los. Ihr gehört mir. Ja, hau dir aufs Maul. Reiß mir. Das werdet ihr wissen. Rechts und rechts. Links und rechts. Das reicht. Ach Mann, er haut die kleine Emi da zusammen. Die muss gerade wieder einen Trank schlürfen. Er lässt sich dann mit Mädchen in seinem Laden prügeln. Komm, Emi. Drück dir ein. Ne, Krankheitsheilung brauchst du nicht. Ja, komm. Hau rein. Ihr werdet Himmelsrand nicht eben verlassen. Lass sie damit nicht davonkommen. Da ruft wieder jemand an. Hört auf. Ich zahle. Ich zahle. Hier. Rück raus. Aha. So, mussten wir diesmal seine Zwergenurne nicht kaputt machen. Ich habe ja alles bezahlt. Euer Laden hat einen höchst ungewöhnlichen Namen. Einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Was stimmt mit Rifton nicht? Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifton? Die Stadt ist korrupt. Durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Vielleicht solltet ihr euch an die Obrigkeit wenden. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. Alle, ohne Ausnahme. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Ich hoffe, Brynjolf erscheint. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Zeig her deine Schätze. Nehmen wir
Können wir noch nicht da, den komm, nimm. Schön. Glas kannst du mitnehmen. Den kannst du auch mitnehmen. Die kannst du mitnehmen. Die auch. Stroh und Ziegenhorn. Den armseligen auch, richtig. Schick. Ich hoffe, Brynjolf erstickt an seinem Gold. Dann mal los zum nächsten. Wen haben wir jetzt auf unserem Zettel? Ah, Helga. Die Bella Bitch. Tut mir leid wegen der Unordnung. Arbeitet ihr hier? Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass sie so ein widerliches Weib ist? Also sitze ich hier fest, während diese Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrapschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Weshalb hasst ihr Helga so sehr? Es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit 3 verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davonkommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr 3 dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. In Ordnung, ich werde euch helfen. Ach, das wird großartig. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofgrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Bitte versucht, diese Zeichen ohne Gewalt zu erwerben. So, Helga. Ich möchte nicht für ihren Tod verantwortlich sein. Oder für euren. Wenn ihr nach einem Zimmer sucht, dann versucht es im Bienenstich. Dieses Haus ist für die arbeitende Bevölkerung. Was wollt ihr? Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Was will er denn nun schon wieder? Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abpressen kann. Es geht nicht nur mehr ums Geld. Oder? Dann werdet ihr mehr verlieren als nur ein paar Münzen. Ich als Frau kann auch eine andere Frau verprügeln. Das werden wir ja sehen. Schnappt sie euch. Gar kein Problem. Das kommt nicht komm in her, Frage. Helga. Mögen euch die Götter verdammen. Aufs Maul, du blöde Kuh. Rechts, links, rechts. Das war gar nichts. Aber auch Helga haut mich zusammen. Das war schon alles? Wirklich? Sie damit nicht davonkommen. Mensch, Emi, wo haben wir dich denn da hergeholt? Du bist ja wie ein Säugling. Hilft nichts. Müssen wir nochmal hier ein uns drücken. Mehr habt ihr nicht drauf? Weiter. Bam. So, einmal kräftig. Aber einmal kräftig. Na los, so zäh ist sie doch gar nicht. Reicht auch. Hier, nehmt euer verdammtes Geld und macht, dass ihr herauskommt. Die steht direkt wieder. Ah, ist kein Problem. Ha, 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 ha. Ja. Hört zu, ich habe die Botschaft verstanden. Was wollt ihr denn noch? Was ist das hier für ein Ort? Diese Bruchbude wird Helgas Herberge genannt. Ob ihr hier übernachten könnt? Nein. Die Herberge ist für die arbeitende Bevölkerung.
Keine Luxusunterkunft für Touristen. Seid ihr die Einzige, die in der Herberge arbeitet? Natürlich nicht. Habt ihr erwartet, dass ich mich ganz allein darum kümmere? Meine Nichte Svana hilft mir bei den anfallenden Arbeiten. Sie wäre mir eine größere Hilfe, wenn ihr Kopf nicht immer in den Wolken stecken würde. Sie lebt bei mir, seit ihre Eltern von Räubern getötet wurden und sie mir in den Schoß gelegt wurde. Wo kann ich mehr über Magie lernen? In Winterfeste gibt es eine Akademie, die Magie lehrt. Sie ist aber sehr verschwiegen und ihr wisst ja, wie die Leute Geheimniskrämerei hassen. Der Hofzauberer Desial wurde dort ausgebildet. Steckt voller Geheimnisse. Lasst mich einfach in Ruhe. Da. Dann zeig mal, Helga. Da. Fesseln am Bett. Das ist ihre Bumshöhle. Da. Schrein von Dibella. Die The Lusty Argonian Maid 1 und 2. Und einen fetten Krug Honig, wofür auch immer. Die Lederstreifen kann ich auch nur raten, wofür man die braucht. Ach, dieser Hund. So. Bis zum nächsten Mal. Meine süße Helga, die letzte Nacht war die wundervollste meines Lebens. Was ihr mir gezeigt habt, was wir getan haben, das hätte ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten. Wer hätte gedacht, dass jemand beim Tragen von dädrischen Rüstungsstiefeln seinen Körper so verbiegen könnte? Ihr seid eine wahre Meisterin in den Künsten der Dibella. Meine Liebste, ihr macht eurer Religion alle Ehre. Vielleicht werden wir uns bald wiedersehen, aber erlaubt mir nächstes Mal meine Forelle mitzubringen. Euer geheimer Liebhaber. Tja, wenn du Dankschreiben bekommst, dann hast du alles richtig gemacht. Ist es euch gelungen, die Zeichen von diesen Männern zu bekommen? Ja, du bist eine blöde Kuh. Lass sie doch rumpoppen, wenn sie will. Ja. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Das ist auf jeden Fall, das wäre eine Religion, da würde ich mitmachen. Da würde ich eintreten in den Verein. Den Quatsch, den wir hier angeboten bekommen. Da ist Buddhismus das Einzige, was irgendwo Sinn macht. Und da ist noch nicht mal eine Religion. Das ist eine Lebenseinstellung. So. Jetzt fehlt noch Nummer 3. Bei mir gibt es das beste Essen am Himmelsrand. Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Ja. Unser Fleisch ist. Hör mal, wo ist dein Mann? Wenn ihr ein Almosen sucht, solltet ihr mit meinem Mann sprechen. Kauf und Verkauf edler Schmuck. Bulli. Habt ihr die Kaufvereinbarung schon nach Markart gebracht? Die Helga hat euch doch so ein Dingen gegeben, ne? Ich möchte das gerne haben. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Komm, gib her, muss keiner erfahren. Stücke wie nur die legendären Argonen. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Da, jetzt muss Emi kurz mal nachgucken und dann fiel ihr ein, stimmt ja. Die Echse. Die hat ja auch noch Schulden. Wollt ihr Kevara, jetzt was oder nicht? Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Schaut, das war alles ein Missverständnis. Ich meinte es nicht so, als ich zu Brynjolf sagte, er solle vom Pier springen. Sagt ihm, dass es mir leid tut, ja? Nehmt das. Das ist jede einzelne Münze, die ich schulde. Ich schwöre es. Tja, sie gibt's freiwillig her. Müssen wir nicht verprügeln. So, Safia. Was habt ihr für ein Problem? Ich möchte noch mal über Shadrachs Schulden sprechen. Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen, er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen und nun sagt er sei blank. Das ist schon alles. Komm, wir beide wissen doch, dass du ihn gelenkt hast. Also schön, ich habe an seiner Lieferung wohl genug verdient.
Da brauche ich keine Zeit mehr damit zu verschwenden, einen Stalldiener zu bedrohen. Sagt Chadre, wir seien quitt. Ich hoffe, wir laufen uns wieder einmal über den Weg. Entweder Redekunst hoch genug. Oh, hey. Ihr seid es. Was ist ihr mit eurem Schwert, Düsterklinge, geschehen? Das Schwert ging vor vielen Jahren in einer Dwemer-Ruine verloren. Ohne es fühle ich mich so wehrlos wie ein Neugeborenes. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Ersatz dafür finden werde. Ich könnte es für euch finden. Ich kann euch nicht bitten, euch auf eine derart gefährliche Reise zu begeben. Es wäre ein Himmelfahrtskommando. Aber ich sehe das Glitzern in euren Augen und werde mich hüten, euch davon abzuhalten. Düsterklinge befindet sich in der Dwemer-Ruine von Mesinchaleft. Seid vorsichtig. Diese Ruinen haben mich fast das Leben gekostet. Was ist euch in Mesinchaleft widerfahren? Ich hatte gerade die Tiefen der Ruine erkundet, als ich von einem gewaltigen Konstrukt angegriffen wurde. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Als der Koloss zuschlug, wurde mir Düsterklinge aus der Hand geschleudert und ich wurde schwer verletzt. Nur mit viel Glück habe ich es geschafft, dieser dwemerschen Missgeburt zu entkommen und mich an die Oberfläche zu schleppen. Ich muss bewusstlos geworden sein. Als ich die Augen wieder aufschlug, sah ich Erin, der sich über mich beugte und meine Wunden versorgte. Ja, Erin, unser kleiner Hafensänger. Dann werde ich diese Unterhaltung einfach vergessen. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Beim Reich des Vergessens, was wollt ihr? Wusstet ihr, dass jemand plant, euren Frost zu stehlen? Ihr braucht gar nicht weiter zu reden. Sibi und Louis Letrouche? Nun, Sibi ist im Kerker und Letrouche kann es gerne versuchen. Gegen meine Leute wird er nicht ankommen. Ja, Letrouche möchte, dass ich... Wirklich? ...ihn stehle. Das ist ja interessant. Dann solltet ihr wissen, dass Louis und ich alte Bekannte sind. Wisst ihr was? Tut zunächst, was er verlangt. Ich behalte euch beide im Auge. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Sache mit Louis regeln. Ah, ein Nord, genau wie ich. Ich hoffe doch, dass ihr den Kampf zu den Kaiserlichen tragt. Wenn eure Loyalität dem Woher kommt all dieser geht, Hass auf das Kaiserreich? Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Und das nur wegen eines verdammten Vertrages. Der Boden unter unseren Füßen ist vom Blut unserer Ahnen getränkt. Wir haben für dieses Land gekämpft und sind dafür gestorben. Ich habe meine eigene Tochter an die kaiserlichen Hunde verloren. Und bei Talos, ich will niemanden mehr verlieren. Was ist mit eurer Tochter geschehen? Vor vielen Jahren ist Lilia den Sturmmänteln beigetreten, als es in Himmelsrand zu ersten Gefechten kam. Ich war so stolz auf sie. Sie diente als Kampfjungfer und half mit ihren Heilkünsten all jenen, die auf dem Schlachtfeld verletzt wurden. Eine Klinge hat sie nie angerührt. Das war ihnen egal. Die kaiserlichen Soldaten metzelten sie nieder. Sie haben sie abgeschlachtet wie ein Tier und ihre Leiche im Schlamm verfaulen lassen. Und deshalb werde ich nicht eher ruhen, bis jeder einzelne kaiserliche Soldat ihr Gesellschaft leistet und Ulfric auf dem Thron von Himmelsrand sitzt. Ja, da kann man ihn sogar verstehen, ne? Dass er da so keinen Bock drauf hat. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück. Fick dich. Zu Besuch, Rifton? Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Dann können wir jetzt wieder zurück in die zersplitterte Flasche und Brynjolf sagen, alle Schulden sind eingetrieben.
Katze hockt auch noch hier. Den haben sie auch nicht weggeräumt. Weiß ich gar nicht, bleiben die ja ganze Spiel über da liegen? Macht keinen Ärger, sonst gibt es da, Ärger. Da, Brynjol. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Hier ist, was wir uns geschuldet haben. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Was kommt als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Wenn dann noch mehr Geld zu holen ist, bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Bevor wir gehen, muss ich euch fragen. Es heißt, ihr wäret in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen. Stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Ihr solltet erst mit Mercer und Brynjolf reden. Wir können uns später unterhalten. Was ist los, Brynjolf? Musst du erst warten, beziehungsweise nachdenken, wie die Tür aufgeht? Endlich. Ja, komm ran. Mercer, von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Gut. Ich verstehe. Dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal. Früher war ich Anführer eines Banditenclans in Zell. Selbst wenn sie herausgestellt hat, ist da nicht reingekommen. Sie nicht und sie ihr behauptet, nicht. Dass diese Rekrutin eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Nun denn, dann soll sie es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Willkommen in der Familie, Mädchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt. Also enttäuscht mich nicht. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Erzählt mir mehr über den Goldenglanz-Job. Gut Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab.
Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringot. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Was ist der Haken an der Sache? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Klingt, warum sind diese Kunden so wichtig? Abmachungen mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Ohne ihre Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Was ist mit Aringot? Maven möchte, dass Aringot am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Ich muss noch mehr über Goldenglanz wissen. Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringot aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Söldner, nicht die Wache von Riften? Genau. Aringot hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Wie zerstöre ich die Bienenstöcke? Sie sind keine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Warum brennen wir nicht gleich das ganze Anwesen nieder? Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Maven Schwarzdorn ist die einflussreiche Mandantin. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringot kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringot zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Wie gefährlich ist es, Ihre Pläne zu durchkreuzen? Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Jemand bezahlt mich, um Maven Schwarzdorns Pferd zu stehlen. Ehrlich, Mädchen, da kann ich mir ja gleich selbst die Kehle durchschneiden. Von wem kommt denn dieser seltsame Auftrag? Sibi Schwarzdorn. Sibi hat also endlich den Mumm, seine Zähne zu zeigen, was? Das klingt wie eine Familienangelegenheit und ich möchte nicht, dass die Gilde darin verwickelt wird. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Erwartet nur nicht, dass wir euch helfen, wenn Maven euch hinrichten lässt. Seid auf der Insel vorsichtig. Dieser Söldner. So, und damit ist es hoffentlich geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.